Ja, einer passt doch wohl nicht mehr rein. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wie viel Möhrensamen haben wir denn noch dabei. Also überhaupt. Nein, darf ich gar nicht reinschauen, darf ich reinschauen. Da haben wir Traubenkerne, Rüben und Kohlsamen. Aber keine Möhren. Die Geschichte kann man hier schon mal reinwerfen. Hier sind keine Samen drin. Hier ist eigentlich nur noch die Geschichte, die nach da unten gehört, drin. Haben wir keine einzige Samen mehr? Das könnte natürlich sein. So, das Holz lasse ich mal hier liegen. Die Motten auch. Der Torf lagert draußen, glaube ich. Torf. Wir haben doch gar nicht. Nee, wir haben. Haben wir kein Grünzeug mehr? Habe ich das hier reingeschmissen? Da habe ich das reingeschmissen. Wenn wir dabei sind, nehmen wir die Trauben halt auch mit. Trauben. Die Blumen. Dann können wir die nämlich auch direkt lagern. Finde ich hübsch, dass das Regal voller wird, desto voller es wird. Gut, 7 Karotten sind jetzt nicht genug. Aber zumindest den Kompost können wir schon mal schmeißen. Dann gehen wir mal hier hin. Lassen den Kram hier. Nehmen schon mal ein paar von den Karotten mit. Jetzt haben wir zumindest noch mal 10er Stick zusammen. Können die da unten in die Kiste werfen. Laufen dann noch rüber. Holen uns noch mal einen Haufen Möhren Samen. Und pflanzen die wieder an. Und morgen gibt es dann auch wieder Glaube. Das ist sehr schön. Ah, es wird natürlich dunkel gerade. Aber mit dir kann man noch handeln. Das ist gut. So, ich hole mir mal alle, die wir da haben. So. Werde glücklich mit dem Geld. Und ich schaue noch mal ganz kurz da oben zum Müller. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was der noch zu verkaufen hatte. Aber ich glaube, der hatte nur Mehl. Nicht so langweilig, weil ich nichts zu tun habe. Ja, dann tu halt was. Ja, der hat hier noch andere Sachen, aber dummerweise sind die aktuell noch gesperrt. So. Noch ein Grab mit dem Holzkreuz. Das habe ich gar nicht als Grab erkannt. Ich glaube, das müssen wir jetzt gleich noch mal ganz kurz. Wir haben doch Holzreparaturwerkzeug da. Machen wir das doch fix. Ich meine, wir können den armen Mann ja nicht da mit einem kaputten Grab rumstehen lassen. Werkzeug. Währenddessen kann man hier schon mal hingehen und sagen, Möhren. 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 Dann haben wir nämlich sehr, sehr viel Möhren für die nächsten Tage.
Sorry, ich kann die Messe nicht halten. Ich hatte einen eiligen Grabreparaturauftritt, der seit Jahrhunderten schon so lag. Das ging nicht. Das konnte ich so nicht lassen. So. Grabsteinreparatur. Ich brauche zwei davon. Och, zwei davon. Das gibt's doch nicht. Zurück. Das heißt, wir brauchen noch zwei davon. Das ist ja. Na, ist okay. Sobald ich rausgefunden habe, wo es deinen Fisch gibt, bringe ich ihn dir. Versprochen. Oder sowas haben wir jetzt leider gerade nicht dabei, aber es musste leider sein. Wir können auch kein kaputtes Grab da rumliegen lassen. Nicht als Friedhofswärter, das spricht gegen die Berufsehre. Dann schauen wir mal hier ums Eck, geben Zeug ab. Weg. Die Samen schmeiße ich mir doch immer rüber. Wir haben sogar noch Platz für also Samen für ein ganzes Feld. Unglaublich. Nachdem man das Zeug nicht genug haben kann, gehe ich jetzt einfach mal in Ruhe hin und lass es dann auch in Ruhe dastehen. Also, lass ich es auch machen, sagen wir es so. Also, ich kann gerne einfach weiter in Ruhe vorbereiten. Weil ich kann nicht mal von. Kann ich die mal so ein bisschen was mitnehmen und schauen, was die da drüben in dem Dingsblock machen, in dem Alchemieblock, im Destillationswürfel. Zack. Grünes Zeug, okay. Wir müssen ja noch ein bisschen was machen für die Säure. Für die, ja genau, den Steintypen 2 brauchen wir. So. Kommt her, genießet die Feier. Wir würden gerne ein paar Worte sagen. Die Kirche ist klasse. Alles ist toll, das haben wir schon gekannt. Und jetzt lasst uns für den Segen beten. Da haben wir schon den ersten gegrabt. Da gibt es noch ein bisschen was mehr. Und die Spenden sind natürlich willkommen. Und die üblichen Nachtglauben. Dann müssen wir jetzt nochmal schauen. Wir wollen hier noch ein paar andere Sachen machen. Ah, Buch und Flusssand brauchen wir, um das Zeug zu Papier zu machen. Dann hätten wir die Bücher nämlich auch mal weg. Aber wir brauchen Geschichten, Stifte und Tinten und Papier. Was das da unten ist.
So, die Geschichten will ich haben. Das Ding will ich haben. Papier ist oben. Wir brauchen nämlich noch ein oder zwei von den anderen Dingen. Nein, wir haben Schweinsleder, aber kein Papier. Wir brauchen noch eine silberne Notiz. Wir müssen auch erst Papier machen. So. So, einmal aufessen. Das war keine silberne. Das war auch keine silberne. Das war es auch nicht. Und das war keine Energie mehr. Was haben wir denn da unten gefunden? Ein Ordnungsextrakt. Haben wir das schon mal. Das aber auch noch nicht verdienst. Also identifiziert. Es müsste eigentlich die weiße Blume gewesen sein. Jetzt nehmen wir mal die eine gelbe hier. Ja, das war die weiße und da kommt was Gelbes raus. Okay. Kann ich den Kram schon mal hier liegen lassen? Durch das Dungeon müssen wir uns auch noch schlagen. Na komm. Macht Metalltränk natürlich viel mehr Sinn, aber da haben wir jetzt gerade keine. Eine silberne Notiz, yay! Dann können wir jetzt ein silbernes Kapitel herstellen. Ja gut, vielleicht sollten wir auch die restlichen silbernen Kapitel mitnehmen. Dann klappt das wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Zack. Die bleiben hier. Die Schweinsleder lasse ich hier. Ansonsten haben wir keine Besitzen da. Wobei wir haben eine 10% Chance, dass das silbernes wird. Vergiss es. Wir machen erst den Bühnenautor, den anderen Kram. Immerhin haben wir jetzt schon 20 davon. Und 25. Dafür brauchen wir Steinmetzerei. Dafür brauchen wir noch ein paar mehr. So ein Mist. Ich glaube, wir müssen noch eine Menge Geschichten schreiben, um den Kram zusammenzusammeln. Dann schauen wir lieber mit dem Glauben irgendwas anderes an. Beispiel, was ist das hier für eine Flüssigkeit? Ordnungsextrakt. Lebensextrakt, das haben wir schon mal angeschaut, glaube ich. Ja. Dann schauen wir uns hiervon nochmal einen an.
die kann ich dann nicht einsetzen, okay. Ich könnte hier natürlich auch mal ein Bücher- und ein Alchemieregal bauen. Können wir nämlich die Pflanzen und so Kram da alles drin lagern. Die Innereien können wir, glaube ich, auch noch irgendwo verwenden. Aber die Made kann man dann auch schon mal reinschmeißen. So. Was braucht das Regal? Ich sollte nicht dran vorbeirennen. Alchemieregal, 12 Balken, 10 Nägel, 4 Holzbalken. Der Kram bleibt hier. Balken, 10 Nägel, 4 Holzbalken. Habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Ja, natürlich, in der Natur sind wir schon mal sehr, sehr tief drin, auch im Baubereich. Oh, es gibt wieder was zu tun. Ich schaue mal ganz kurz durch. Fledermausflügel müssen wir noch. Erstaunlicherweise. Das machen wir auf dem Weg zur Leiche noch fix. So schlimm kann so eine Leiche auch nicht verschimmeln. Ja, ist okay, dann bleibt er. Hat der Fledermausflügel halt erstmal drin. Noch ein Lebensextrakt, die kennen wir ja. Wenn wir genügend Lebensextrakte in diese Leichen reinpumpen, stehen die ja wieder auf. Ah. Mal sehen, was machen wir mit der. Wir haben theoretisch von der Leiche alles erforscht. Dann machen wir sie einfach. Versuchen wir sie einfach mal gut zu machen. Die Fettbämme kommt raus. Und wir haben sonst immer das Hirn rausgeholt. Das bringt aber auch viele andere Schädel raus. Ich nehme aber die Innereien raus. Perfekt. Du wirst genommen. Und kommst auf den Friedhof. Ich brauche ein Grab und zwar. Da passen gar nicht so viele Gräber rein, schade. Wir müssen die Gräber ja noch ein bisschen verzieren, stehe ich so ein bisschen fest. Die Leiche macht schon mal alleine von sich noch ein bisschen was. Perfekte Leiche gefunden. Hier noch irgendwas zu identifizieren. Ich weiß, wir haben keinen Glauben gerade. Ja, den Kram haben wir fertig. Ah, der Regen ist wieder da. Ich wundere mich die ganze Zeit, was rauscht da die ganze Zeit in meinem Ohr. Aber es ist der Regen. Ach, den Kram hätte ich da liegen lassen sollen. Ach, das. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett, die letzten 2 Minuten der Nacht noch auskosten. Dann haben wir unsere Energie wieder aufgefüllt. Lassen wir hier ein paar Sachen liegen. Die
müssen wir dann aber mitnehmen. Die Fledermausflügel lassen wir hier liegen. Das waren 12 Balken, ein paar normale Balken und Nägel. Ich glaube, Nägel müssen wir zweimal machen. Das sind, glaube ich, zu wenige. Und von den anderen Dingen haben wir auch kaum noch welche. Da brauchen wir zwei von. Da machen wir auch nochmal einen von. Nicht wieder rausrennen, das ist eine blöde Idee. Schauen wir mal. Ein Alchemieregal. Wir können es nicht rotieren. Ist ja optimal, dann schmeißen wir es da unten. Eigentlich die ganzen Blumen da rein. So, wir nehmen jetzt erstmal die da. Ach, wir nehmen erstmal alles mit. Die Maden kann ich auch mal mitnehmen. Kann man die Knochen eigentlich irgendwie noch verwenden? Macht ja sonst keinen Sinn, dass man die irgendwie sonst wo rumliegen hat. Nee. Das ist jetzt erstmal Zeug, was man da verwenden kann. Gut, kann man da auch ausgreifen, das ist gut. Mal Zeug von da drüben. Nämlich den Kram hier. Alles, was man so in der Alchemie vielleicht brauchen kann. Na gut, das mache ich vielleicht, wenn ich mehr Platz im Inventar habe. Dann laufen wir halt zweimal hin und her. Zweimal ist immerhin keine dreimal. Will ich eigentlich da nicht haben, den schmeißen wir dann gleich zurück in die Leichenhallenaufbewahrung. Ich sollte das Wort nicht sagen. Leichenhalle. So, das Blut, das Fett, das Zeug. Das Wachs nehmen wir auch mal mit. Die Asche kann man vielleicht immer noch gebrauchen, ich weiß es nicht. Und haben wir noch Platz für die Fledermausflügel? Haben wir nicht. So. Das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da. Der bleibt nicht da, das bleibt da. Wachs auch nur zerfällt. Das werden wir jetzt rausfinden. Ist auf jeden Fall eine andere Farbe. Ja, ja, Kundschaft, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Guten Tag, was liegt Ihnen denn auf der Seele? Am Herzen kann ja nichts mehr liegen. Ja, die ist ja nicht so wirklich toll.
Dann entfernen wir mal den Großteil der Leiche aus der Leiche. Das ist erst nochmal nett. Die Leiche wird ihn verbrannt, also ist mir scheißegal. Da kommt der Typ, der noch seine rostigen Nägel haben will. Aber auch die haben wir jetzt leider gerade nicht. Zumal sie blutrostig sein sollen. Also blutig, um genau zu sein. Wieder zurück zur Leiche. Zum Glück haben wir hier einen relativ schnellen Weg. Oh, es kommen sogar zwei Dinger raus. Was ist es? Verlangsamungsextrakt. Das müssen wir auch noch erforschen. Und dann da. Dann mach doch mal die Maden fertig. Ciao, Hirn. Ciao, Fett. Ciao, Fleisch. Na ja, gut, drei Knochen. Also drei Dinger wären vielleicht noch gegangen, aber nee. Schau das Zeug. Schau anderes Zeug. Und den Schädel nehmen wir auch noch weg. So, jetzt ist die Leiche nur noch frisch. Das war's. Die Innereien lassen wir gleich mal hier liegen. Sehr gut, dass ihr hinterher kommt. Der bleibt da, das Hirn bleibt da, die Haut bleibt da, das Herz bleibt da. Die Knochen hätte ich gleich liegen lassen können. Knochen und den Schädel. Schädel brauchen wir ja mindestens 5, deswegen lohnt es sich jetzt eigentlich nicht, dass wir damit hin und her rennen. Ich lagere jetzt einfach mal die Leichen so lange, bis da irgendwann was kommt. Also bis wir genug haben, dass wir ein Feuerchen veranstalten können. So, wir wollen hier erstmal das Hirn durchmixen. Ist das nämlich schon mal weg. Das Fett brauchen wir, glaube ich, auch für Kerzen. Ja, das Fett brauchen wir für Kerzen. Weihrauch. Mit Lufterfrischer, alles klar. Das Säurezeugs. So, machen wir ein bisschen Schweinsleder. Säure brauchen wir halt noch ein bisschen. Wir haben noch keine Chaoslösung, wir haben noch kein giftiges Extrakt, wir haben gar nichts. So. Die Schweinsleder lagere ich auch mal hier ein. Brauchen wahrscheinlich noch ein weiteres Regal. Dann können wir noch mal fix hier ein bisschen Eisen machen. Das Zeug hier einschmeißen, das gute Fleisch können wir mal hier verbasteln. Das geht ja fix. Können wir mal eine Runde Kohle nachlegen und Grillbrot machen. So, und jetzt schlafen wir und ich glaube auch, die Folge ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde auch jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Aufgrund dessen, dass das Wetter draußen wieder mal schlechter wird. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Sascha T. Ciao.